Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Game Dev Tycoon. Ja, ihr habt mir ein paar nützliche Kommentare geschrieben, was ich alles hier noch beachten soll. Okay, Action League 3 ist auch direkt runter vom Markt, hat sich immerhin 32.000 Mal verkauft, hat 230.000 Cash eingebracht, das ist sehr gut. So, und ihr habt gesagt, ich muss auf jeden Fall eine Engine entwickeln. So, und zwar, habe ich nicht schon was fürs Gamepad mal entwickelt gehabt? Okay. Guti, auf jeden Fall. Oh, Save Game. Das ist natürlich eine coole Option. Ich glaube, wir entwickeln erstmal die Grafik unserer Games weiter. Und danach... Aha, you're now creating your own custom game engine. Once the engine is finished, you will be able to use it when creating new games. Gut, das dachte ich mir jetzt auch schon. Okay. Ja, wir haben ja genug Kohle jetzt erstmal, dass wir hier eine Weile lang auch mal in die Entwicklung investieren können. Ja. Und Vena hat jetzt seine Master 5... Vena hat jetzt seine Master V oder Master 5 rausgebracht. Ja, die Konkurrenzkonsole für den Fento. Ja, ich glaube, wir warten jetzt erstmal ab, welche der beiden Konsolen das Rennen macht. Nicht, dass ich hier teure Entwicklungszeit auf das falsche Pferd setze. So, aber ja, erstmal sind wir eh noch dabei, unsere Grafik-Engine weiterzuentwickeln. So, ist fertig. Game Engine 1. Gut, nächstes Mal sollte ich dir einen besseren Namen geben. Ah, okay. Wir sollen sie auch direkt mal ausprobieren. So, aber erstmal würde ich sagen, wir sollten vielleicht nochmal dran arbeiten, zum Beispiel eine Safe Game Engine. Das halte ich eigentlich für sehr gut. Warum ist nochmal diese 2D-Graphics? Okay. Aha. The recently released gaming console Master V by Vena has stirred up the market worldwide. Industry experts say that the console is not very well marketed in North America, but that will flourish in other parts of the world. Okay, also in Nordamerika kommt ja die Vena nicht so gut an. Das sollten wir uns vielleicht merken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie kontrollieren kann, irgendwie, wohin man seine Games verkauft. Ja, erstmal entwickle ich jetzt hier gerade noch eine Engine. Ah, genau, Save Game. So. Goodie, ist complete. Und wir können jetzt mal ein neues Spiel entwickeln. Und zwar unser 7. Spiel. Und ich würde sagen, wir machen mal ein Militärspiel. Und wie nennen wir das Ganze? Wir nennen es Call of Honor. So, Call of Honor wird ein Action-Spiel. Pick-Genre. Action. So, und das Ganze machen wir für G64, weil ich habe mich beim letzten Mal verlesen, die G64 oder der G64 ist noch wesentlich erfolgreicher als der PC. So, und jetzt machen wir hier Game Engine 1 oder 2. Oh mein Gott, ich glaube, ich hätte die besser betiteln sollen. Ich mache jetzt mal Game Engine 2 war, glaube ich, Safe Game, oder? Oh Gott, ich bin jetzt total durch. Game Engine 2, Game Engine 1. Ich weiß es nicht mehr. Hilfe, was war es gewesen? Ich mache mal Game Engine 2, so. Achso, hier können wir direkt auswählen. 2D Graphics, V2, genau. Und jetzt beginnen wir auch schon mit der Entwicklung von Call of Honor. So, soll ein Actionspiel werden, das heißt Gameplay und Engine natürlich ganz hoch. Und wir setzen auch noch mit auf Safe Games, denn das wird ja die neue Evolution, die Revolution des Spielegenres. Ab sofort kann man die Games auch abspeichern zwischendurch. Muss nicht an einem Stück durchspielen. So. Ah, sehr gut. Okay, Dialoge, ja, das kann alles so bleiben, wie es ist. Das sieht soweit ganz gut aus. World Design, Graphics, Sounds, genau, alles mit drin hier. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie das neue Game dann bei den Kritikern ankommt. Oh, die Entwicklung geht nicht weiter. New Research.
New Research Arrival Casual Games. Ja, wir können jetzt noch Casual Games erforschen. Immer das schon im Jahr 3, also fast Jahr 4, also 84. Ja, gut. Aber wir machen erstmal hier noch Militär-Action. Ich glaube, das wird hier das ganz große neue Ding werden. Da kann man bestimmt 200 Spiele zu produzieren. So, Call of Honor ist fertig. Oh, ich muss ein bisschen leiser machen. Hier ist ganz schön laut mein Ton. Ah ja. Gut, ich entwickle mich jetzt erstmal noch in allen Sachen weiter. Bekomme einen Bonus, weil ich neues Thema, neue Kombination und eine gute Kombination benutzt habe. Ja, gut. Dann raus auf den Markt damit. Oh, jetzt haben wir die ersten Reviews. Bin ich mal gespannt. Oh, nur eine 7 von Stargames. Eine 7 von Informed Gamer. Eine 7 von Game Hero. Und eine 7 von All Games. Also durchschnittlich eine 7. Naja, kann man so stehen lassen. Stargamer sagt, ja, macht Spaß. Informed Gamer sagt, eine nette Erfahrung oder eine tolle Erfahrung. Game Hero sagt, beautiful, wunderschön. Und All Games sagt, dass Military and Action eine großartige Kombination ist. Sehr gut. Ja, ich weiß, mein Englisch ist nicht ganz so perfekt. Und vor allem, wenn man hier nebenbei noch so am rumspielen ist und dabei aufnimmt, da können sich da mal ein paar ganz böse Fehler so ein bisschen einschleichen. Haben wir ja gemerkt letztes Mal. Da habe ich einfach mal die Pressemitteilung, dass der G64 noch wesentlich erfolgreicher ist als der PC, mal ganz ausgeblendet. So, Industry News. Recent Market Data shows that the Govador G64 seems to be slowly losing market share against other PC manufacturers. Ja, also mit dem G64 geht es jetzt gerade ein bisschen bergab. Dafür sind andere PC-Hersteller am Durchstarten. In an unofficial statement, a G64 employee said that the company has been unsuccessful in introducing higher price computers to compete against newer and more advanced PCs. Aha, gut. Also, sieht nicht mehr so gut aus für die Jungs. So, jetzt checken wir erstmal. Oh, ja, sehr gut. Wir verkaufen gerade ordentlich Call of Honor. Ja, sieht gut aus. Boah, sehr gut. Okay, die Zeit nutzen wir auch sofort und researchen ein bisschen. Nämlich, ich will ein neues Genre haben. Sci-Fi. Sci-Fi will ich haben. Oder Racing. Ich glaube, Racing ist noch sowas ganz Normales. Das sollten wir bringen, bevor wir uns an die großen Themen wagen. Ja, und wir verkaufen gerade auch ordentlich Einheiten. So, währenddessen ich hier noch am Rumforschen bin. Today, Nintendo has announced that they will introduce a portable gaming device called Game Link. The device comes with changeable game cartridges, a monochrome screen on a green background, built-in speakers and even multiplayer support via connection cable. Ja, der Game Boy aka Game Link wurde soeben angekündigt. Das heißt, der Portable Gaming Markt startet irgendwann mal durch. Ja. Compared to PCs and other gaming consoles, the Game Link is underpowered, but given the lower cost and excellent portability, it might find a huge following. Ja, also hier schreiben sie, dass der Game Link natürlich nicht technisch mit den großen Geräten mithalten kann, aber gerade der geringe Preis und die Flexibilität dieses Geräts könnte eine große Beliebtheit mit sich bringen. The Game Link is said to hit shelves next month. Ja, nächsten Monat kommt er schon raus. Okay. Oder so ähnlich. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall unser neues Genre researched. Und Steering Wheel. Ja, ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Wir haben ja das Gamepad schon erforscht. So. Develop New Game. Und das Game nennen wir jetzt Need the Speed.
Ja. Nietes Beat. Ja, Nietes Beat können wir ruhig lassen. Alles ein bisschen geklaut bei mir. So, und zwar Racing wird das. Wird eine Simulation. So, und das Ganze bringen wir natürlich für die Nintendo heraus. Und Game Engine 2. Ich hoffe, das ist jetzt richtig gewesen. Genau, 2D-Grafiken. Oder war Game Engine 1 der Controller? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, das können wir so lassen. Game of the Markt. Call of Honor is now off the Markt. Ja, haben wir knapp 34.000 Mal verkauft. Hat 240.000 Cash eingebracht. Ist also gut gewesen. Können wir uns nicht beschweren. So. Jetzt entwickeln wir hier erstmal unser Rennspiel für die Nintendo. Da habe ich das Gamepad noch gar nicht erforscht. Das war ja eben noch da. Ich sollte mal das Gamepad gleich nochmal am besten erforschen. Today, the new platform Gameling by Nintendo has been released. Ja, der Nintendo ist jetzt raus. Okay. Dann sollten wir jetzt warten, bis da so erste Eindrücke kommen. Ja, können wir es lassen. Und dass wir dann herausfinden, ob sich der Gameling schon für uns lohnt oder ob wir da noch warten sollten. So, Need the Speed ist draußen, ist jetzt auch fertig hier, entbuggt. Zack. So, wir bekommen ein bisschen Bonus für neues Genre, neue Combo und großartige Kombination. Entwickeln uns hier in ein paar Bereichen noch weiter. Engine, Gameplay, Level Design, KI, World Design, 2D-Grafik. Und ja, ich selbst bekomme einen Level Up. Sehr gut. Jetzt raus mit dem Game. Aha. New Research Available. Level Editor, Better AI und Open World. Ja, wir können jetzt Level Editor erforschen, um wahrscheinlich bessere Level zu kreieren, bessere KI und Open World. Ja, Open World, da habe ich noch was vor. So, aber erstmal schauen wir uns mal die Reviews an für Need the Speed. Oh ja, sehr gut. Eine 8 von Star Games. Ah, eine 9 von Informed Gamer. Eine 8 gibt es von Game Hero. Und nochmal eine 8 von All Games. Ja, Star Games schreibt, sehr viel Spaß gemacht. Großartig. Informed Gamer. Ja, tagelang gespielt, Game Hero und sehr gut, sagt All Games. Sehr gut. Gut, dann dürfte das Game jetzt hier auf dem Markt auch ziemlich einschlagen. Industry Report. With the growing interest in video games, there is also a growing audience for video game magazines. These magazines offer a great new way for game developers to market their upcoming games. Ja. Ah gut, ja, ich kann jetzt auch Marketing ein bisschen fördern. Das sollte ich jetzt mit dem hoffentlich Erfolg von Need to Speed auch machen. Ja, bei dem Geld, was ich gerade bekomme. So, werde ich jetzt zwei Sachen erstmal researchen, auf jeden Fall. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich muss erst noch eine Gamepad Engine quasi erstellen, oder? Ach nee, ach so, jetzt kapiere ich. Ich muss die Engine hier aus mehreren Punkten zusammenbauen. Okay, also Safe Game, Gamepad, 2D-Grafik, Mono-Sound, diese Engine, das wird quasi die Konsolen-Engine hier. Consolero. Engino. Ah, so wird das hier mit der Engine. Mensch, da habe ich mich schon gewundert, wie das hier funktionieren soll. Claro. Ja, ich muss die Engine aus allen Teilen zusammenbauen. Was wird das? Die Consolero Engine, die ich dann auch gleich sofort mal ausprobieren werde mit einem neuen Game. Haben wir irgendein Spiel, was wir rausbringen können? Nee. Goal Hind. If you have more than 1 million in cash, you will be able to move to the next level. This might sound a lot, but don't worry. Once you release a hit game, you will get this amount easily. Okay, ja, also das nächste Spieler oder das nächste Level oder die nächste Station im Spiel, die erreichen wir erst,
wenn wir 1 Million eingenommen haben, aber das sollten wir recht schnell schaffen. So, Consolero Engino ist jetzt fertig. So, und ich wollte noch was researchen, nämlich Marketing. Oh, da brauche ich noch, obwohl, nee, die habe ich eigentlich alle. Habe ich alles. So, weil Marketing ist gut, dann können wir uns in den Spielmagazinen besser verkaufen. So, Need the Speed hat sich 37.000 Mal verkauft und 260.000 eingebracht. War also erfolgreich. So, jetzt noch schnell Marketing hier erforschen. So, sehr gut. Marketing ist erforscht.